Nein! Kacke. Hallo Freunde. Oh, Gott sei Dank. Um Gottes Willen wollte ich sagen, nicht Gott sei Dank. Herzlich willkommen hier wieder bei ARK. Das ist jetzt die dritte Folge, die ich heute aufnehme. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, ich werde diese Folge mal gar nicht so viel machen. Nee, also Fakt ist, ich muss meinen Charakter unbedingt leveln. Das heißt, wir werden heute ein bisschen leveln gehen. Oder jetzt ein bisschen leveln gehen. So, der Ankylo. Ich habe auch mal, wie ihr seht, ich habe ein paar Sachen zum Zähmen dabei. Oh, die sind ja noch an. Die sollten, glaube ich, eigentlich aus sein. Oh, nee, okay. Also wie ihr seht, ich habe ein bisschen Metall gefarmt in der Zwischenzeit. Jede Menge. Aber muss mal echt wieder sein. Irgendwie hatte ich das alles aufgebraucht in der letzten Zeit. Wir hatten gar nichts mehr. Null. So, komm, das reicht. Wir gucken mal ganz kurz nach unserem kleinen Elbow. Der ist hier schon... Ja, der ist schon adolescent. Dem geht's auch soweit, glaube ich, ganz gut. Er entwickelt sich prächtig, könnte man sagen. Okay, Futter hat er auf jeden Fall noch genug. Also, ich denke, der ist safe. Da brauchen wir nicht mehr nachgucken. Das war jetzt doof. So. Und ich nehme mir jetzt mal zum Leveln den Kackstift tatsächlich. Weil zum einen ist das mein stärkster Vogel. Also, stats-technisch hier 10.000 Leben, 1.400 Melee-Damage. Ich erwähne auch jetzt nochmal, diese Raids auf meinem Server sind wieder pre-Patch 230 oder wo sie es geändert haben. Oder 233 ist mir auch vollkommen wurscht. Mir war das zu viel, weil ich will Spaß an dem Spiel haben. Ja, ich habe noch nicht den richtigen Wert fürs Balancing gefunden. Vielleicht werde ich das nochmal ein bisschen runterdrehen. Aber, das gucke ich einfach mal. Also ich lasse es erstmal so, wie es ist. Ich bin damit ganz zufrieden. Warum ihr euch fragt, also falls ihr euch fragt, warum ich jetzt hier total sinnlos eigentlich durch die Gegend fliege, nein. Es ist nicht sinnlos. Ich habe mir überlegt, es bringt ja nichts, einfach hier nur so sinnlos irgendwelche Tiere umzubringen, weil die bringen ja auch relativ wenig XP. Das heißt, ich will mal ein bisschen auf Alpha-Jagd gehen und wenn ich mich nicht ganz täusche, müssten hier drüben irgendwo welche gewesen sein. Falls die nicht mittlerweile jemand gekillt hat. Die waren gestern auf jeden Fall hier. Na, gucken wir einfach mal, was wir denn hier so erreichen bei den Alphas. Und ansonsten, wenn ich halt irgendwas sehe, was mir gefällt, was ich vielleicht gerne zähmen möchte, ein Bronto muss ich unbedingt mal wieder zähmen, dann habe ich auch quasi das Trank Dart Gewehr dabei. Ist sogar frisch repariert. Aber irgendwie... Eigentlich war hier, soweit ich mich erinnern kann, schon der erste Alpha. Es gibt so einiges, was wir vor dem Reset auf dem Server gezähmt hatten, was aber leider irgendwie verloren gegangen ist. Ich lande mal ganz kurz und gucke mich mal um, aber irgendwie... die Alphas machen sich momentan sehr rar hier. Aber mal gucken, also irgendwo hier hinten waren, glaube ich, eigentlich welche. Ist das dann... Der sah gerade sehr groß... Ach nee, ist nur ein Rex. So, ich gucke natürlich hier gerade bei den... Ach, Level 8. Schon wieder so ein Fleischlieferant. Komm her. Aber der hat... Oh, der hat ein schönes Rückenschild. Leider muss er jetzt sterben. Oh, ja, du komischer... Ah, wird nicht abgehauen. Ah, das ist ein Kano gewesen. Der war... Ach so, ich war nur relativ nah. Kano habe ich natürlich auch schon lange keinen mehr gehabt. Aber Level 8 und Level 16... Nee. Tut mir leid, ihr beiden. Auch wenn ich euch als Kanos wirklich mag... So, das war jetzt leider nicht ich, das war mein Vogel. Ist hier irgendwas dabei, was wir gebrauchen können? Na, ich lass mal, falls ich irgendwas zum Zähmen finde. Der kriegt erstmal noch ein bisschen Melee-Damage. So, jetzt muss ich mal gucken, weil... Es ruckelt gerade. Nee, das eigentlich nicht. Eigentlich die Alphas, die ich neulich gesehen habe, die waren hier, aber... Ich glaube, die haben sich mittlerweile irgendwo anders hin verzogen.
Ich sehe auf jeden Fall extrem viele Parasaurier, die irgendwo vorflüchten. Ich habe aber keine Ahnung, wovor. Was ich natürlich auch immer mal gucken muss, wobei ich den jetzt momentan... nee, komm. Kein 8. Obwohl, ist eigentlich egal. Der Oviraptor für das, wofür man ihn einsetzt, ist das Level ja tatsächlich egal. Oder, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, falls ihr das genauer wisst, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, ob das Level vom Oviraptor ausschlaggebend ist, wie schnell die Eier gelegt werden von den anderen Dinos. Also ein Alpha war hier und der kann definitiv nicht da hochgelaufen sein. Der scheint schon weg zu sein. Ich drehe einfach mal so ein paar Runden über die Insel. Ich glaube, es wird heute mal eine relativ entspannte Folge. Okay, das sind die bei mir sowieso immer. Ich will mal ganz kurz gucken, die ist mir gestern schon aufgefallen, die Hütte. Wem gehört die denn? Okay, dem Granok. Dann lasse ich die natürlich stehen. Also, das heißt, die lasse ich natürlich stehen. So, kannst du was? Nee. Nee, aber irgendwie, die Alphas sind weg. Aber ich glaube, hier unten sollten eh nicht wirklich viele sein. Das heißt, ich fliege mal wieder zurück nach Norden. Ist denn hier nicht... Hier waren gestern 3 Stück und ich habe sie nicht gekillt, weil ich hatte... Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge erzählt. Ein Kumpel von mir hat jetzt auch angefangen zu spielen. Und auch hier natürlich auf dem Server. Und den hatte ich hier im Schlepptau mit dem Vogel. Da wollte ich den natürlich nicht in... Also, ihr wisst, was... Also, wisst ihr, was passiert, wenn man an einem Vogel hängt und greift ein Tier an? Das Tier greift den an, der am Vogel hängt. Ach, hier sind nur normale Raptoren. Das ist irgendwie langweilig. Das ist ineffektiv. Ich bin gerade sehr ineffektiv. Ich bin sehr unzufrieden damit. Ich weiß, es ist auch eine total langweilige Folge gerade. Aber die Alphas sind verschwunden. Die sind echt verschwunden. Das ist schade. Kann einer von euch was vielleicht? Oh. 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 Freunde? Ich glaube... Ich habe zwar kein Bronto-Kibbel. Oh, noch einer. Alter. Welchen nehme ich denn jetzt? Welchen nehme ich denn jetzt? 56? 92 Female? 96 Male? 96 Male, glaube ich. Warte, nee, Moment, der... Nee, da bin ich jetzt mal eigen. Ich nehme nicht den 96 Male, ich nehme den 92 Female. Dafür räume ich aber erstmal den Rest hier weg. Ich werde den auch, also egal was ihr sagt, ich habe keinen Kibbel für die, ja. Das heißt, ich werde die tatsächlich nur mit Beeren zähmen. Das könnte ein bisschen dann dauern. Aber, so, der hier, ich glaube, der juckt uns nicht. Da drüben ist noch ein Terrorbird, den will ich mal wegmachen. Also ich räume jetzt hier quasi im Vorfeld schon mal auf. Hallo? Ach, schade. Oh, naja, 36. Wir haben 250er jetzt. Ich guck noch mal ganz kurz. Nicht, dass hier drüben irgendwo noch der Alpha rumlatscht, den ich neulich gesehen hatte. Aber hier sind nur normale Raptoren. Oder? Ja. Hier ist noch einer. Vielleicht hier ein höheres Level? Noch ein höheres? Nee, Level 4. Okay, das lohnt sich nicht. Ach, Ameisen. Kack-Ameisen. Ich hasse diese Viecher. Krass, die Dillos killen wirklich den... Die haben wirklich den Raptor getötet. So, wie machen wir das denn jetzt? Also hier sind mir auch ein bisschen zu viele Dillos, wobei ich könnte mal zwischendurch ein paar zähmen. Das kann ich echt zwischendurch eigentlich machen. So. Ich fliege mal ganz kurz zurück zur Basis. Weil da ist noch das Mammut und das Mammut hat richtig viele Beeren noch dabei. Und ich glaube auch jede Menge Mejo-Berries. Dann nehme ich mir einen anderen Vogel. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder beim Bronto bin. Und dann würde ich sagen, zählen wir uns einen Bronto. So, Freunde. Da bin ich auch schon wieder. Ich bin schon auf dem Rückweg. Ich habe jetzt den Vogel doch nicht gewechselt. Ich habe festgestellt, ich wollte eigentlich Ptami nehmen, aber Ptami hat ein kleines Problem. Ich habe
500 Narkobären dabei, Mejo-Bären dabei. Die kann die nicht, kann das nicht tragen. Ist noch zu klein. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal. Oh, das lohnt sich doch. Das ist doch nicht ganz nett. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, da drüben irgendwo. Der ist doch hier rüber gelatscht, ne? So, den Vogel. Mal hier hingestellt. So, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ewig keinen Bronto mehr gezähmt. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich habe auch nochmal geguckt, aber ich habe echt keinen Turtle-Kibbel. Warte mal. Also, ich glaube, der Kopf war zu weit weg. So, dann fangen wir einfach mal an mit einem Schuss in den Hintern. So, ich hoffe, der rennt nachher nicht weg. Das wäre echt ärgerlich. Komm mal her mit deinem Köpfchen. Ja, das sieht gut aus. Bleibst du da? Na, lässt du den Kopf auf einer Seite, bitte? Hallo? Was ist das? Ich glaub's ja nicht. Oh Gott, ich dachte gerade, jetzt kommt der Alpha wieder. Das wär's natürlich gewesen. Alter, du Kackenbronto, jetzt... Oh, was macht der denn da? So, dann halt so. Kann ich auch. Ich glaube, das wird ein ganzes Weilchen... Will der mich jetzt verarschen? Ernsthaft? Rennt er jetzt echt darüber in die Raptoren? Oder will der sich hier mit... bei den Piranhas umbringen? Komm zurück, du Kackvieh! Alter, dieser Flüchtmechanismus, den die sich da ausgedacht haben, ist der größte Scheiß überhaupt. Boah, geht mir das auf den Nerven. Du kannst halt echt als... Du kannst halt nix mehr solo zähmen hier. Jetzt ist er zu weit weg. Alter, was war das? Was war das gerade? Und wo hat der Bronto seinen Kopf? Da. So, dann halt doch nicht in den Kopf. Was hat denn da gerade? Das hörte sich an wie ein Raptor, der hier angelatscht gekommen ist. Wahrscheinlich hier unten irgendwo und ich sehe ihn einfach nicht. Ja, komm mit. Lauf wieder darüber. Ist logisch. Na, dann halt in den Hintern. Eigentlich müssten doch Narko-Pfeile in den Hintern sowieso. Ist doch. Müsste doch genauso gut gehen. Komm mal so, dass ich deinen Kopf sehe. Oh, und er rennt wieder weg. Und ich glaube, sein gesamter Torpor droppt jetzt einfach wieder. Da unten kann ich mich aber nicht hinstellen, das ist zu gefährlich. Ich weiß nicht, ob ich den auf die Entfernung treffe. Ich den glaube ich gar nicht. Doch. Zumindest in den Hals. Ich weiß halt nicht, was bei dem als Kopf zählt. So, jetzt geht's hier los. Ich habe noch 70 Pfeile. Ich hoffe, die reichen. Ich glaube, Freunde, ihr wollt mir nicht zugucken, wie ich dem jetzt hier 10 Minuten lang Narkopfeile in den Hintern baller, oder? Also ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich wieder, wenn er umgefallen ist. Nein! Kacke. Scheiße. So, Freunde, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe noch schnell versucht, die Aufnahme einzuschalten. Der liebe Morx hat nicht aufgepasst. Der liebe Morx wurde gerade vom Bronto von der Klippe geschleudert. Scheiße. Fuck. So. Ich muss... Oh Gott, ich sollte hier nicht einfach so runterhüpfen. Fuck. Ich muss meine Ausrüstung unbedingt wiederkriegen. Komm her, Tammy.
Wir fliegen da mal schnell rüber. Ich glaube, ich finde das relativ gut. Und boah, ich hab... Der hat sich plötzlich rumgedreht und zack, mich erwischt und 3 Kilometer weit katapultiert. Ich war leider ein bisschen zu langsam. Ich wollte noch im Flug die Kamera drücken, hab aber irgendwie Plus gedrückt oder so. Also die falsche Taste. Elendig. Echt elendig. Gott sei Dank ist es nicht so weit weg. Ich habe übrigens das Gefühl, ich kriege die nicht betäubt. Also ich habe über die Hälfte der Narkopfeile schon verbraucht. Der war nicht der Meinung, dass er irgendwie mal umfallen müsste. Er war nur der Meinung, er müsste ab und zu mal so ein bisschen weglaufen. Das Beste wäre eigentlich echt ein Quetz mit Plattform. Aber wir haben die Plattform noch nicht. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Ich muss aufpassen, da unten waren immer mal Raptoren. Ich hoffe, dass da keiner jetzt auf die Idee gekommen ist, meine Leiche zu fressen. Was macht denn der Bronto da? Der steht da immer noch. So, irgendwo hier müsste doch meine Leiche gewesen sein. Aber wo? Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich effektiv geflogen bin. Ich sehe mich nicht. Hä? Wo zur Hölle hat der mich denn hingeschleudert? Naja, so. Ich sag mal so, ich such mal meine Leiche, Freunde. Und wir sehen uns dann einfach gleich wieder. Das kann nämlich hier noch ein bisschen... Kann nämlich hier noch ein bisschen schwieriger sein. Ah, nee, das ist ein Piranha. Hä? Naja, gut, ich... Ja, Freunde, ich habe meine Leiche wiedergefunden. Ich bin gerade so happy. Ich muss aber zugeben, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe, das brauchen wir nicht. Oh, das kann ich nicht mitnehmen. Was? Moment. Ah, davon kann ich nur einen tragen. Da habe ich aber eine Idee. Weil ich finde diese Hunter-Head-Skins total... Ja, ich darf nicht doppelklicken. So, machen wir mal so. Okay, das. Nee, die nicht. Das, dann ziehen wir einfach den Skin an. Den Skin drauf. Dann können wir nämlich, glaube ich, den hier wieder mitnehmen. Oder? Müsste jetzt gehen. Nee, okay, den kann ich nicht nochmal raus. Ach, egal. So. Ich vermute, also, ich habe im Video geguckt, wo meine Leiche lag. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte die hier irgendwo, ich wäre irgendwo am Strand gelandet. Aber guck mal, ich bin einfach nur hier unten gelandet. Also gar nicht so weit weg von dem Kack-Bronto. Jetzt habe ich allerdings das Problem. Ich habe dem schon... Ich weiß nicht, ob ich... Da hinten ist Kackstift. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal probieren sollte. Ach, was soll's. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Also, du Kack-Bronto, Rache. Treffe ich den? Ja, ich treffe den, aber den juckt das irgendwie gar nicht. So. Der hat sich halt eben irgendwie umgedreht. Und mir mit seinem Hinterteil da eine verpasst. So, ich weiß nicht, ob, ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass ich jetzt die restlichen 40 Trank Darts verbrauche. Und der dann immer noch steht. Ah, komm, jetzt hör auf, dich zu bewegen. Kackbratze. Olle Kackbratze. Wegen dir bin ich gerade gestorben. Och, nett, schon wieder. Alter, ich krieg hier einen zu viel. Na, komm, renn schon weg. Vielleicht noch weiter? Damit dein Tor... Oh. Ja, toll. Und jetzt ist er außer Kampf und kommt nicht zurück. Was ist denn das für ein Rotz? Was ist das denn für ein Rotz? Da drüben kann ich das echt vergessen.
Da ist nirgends irgendwo eine Klippe, wo ich mich draufstellen könnte, wo ich vor dem sicher wäre. Wie machen wir das? Dieses Weglaufen. Warum mussten die das einbauen? Bei jedem. Wirklich bei jedem Dino. Was mache ich denn jetzt? Der kommt nicht wieder. Ja, siehst ja, der kommt nicht wieder. Durchs Wasser schwimmen kann ich auch nicht. Da fressen mich direkt erstmal die... Ich will den auch nicht angreifen mit dem Argentavis oder so, um den hier rüber zu locken. Ich bin gerade sehr angenervt. Ja, ich gebe es zu. Ich bin sehr angenervt. Boah, hatte ich die eigentlich hier reinge... Und ich, Depp, hab natürlich auch noch die ganzen Beeren in mein Inventar getan. Was mache ich denn jetzt? Ich will den Pronto haben. Ich glaube, ich muss es aufgeben. Das, so geht es nicht. Ich kann den nicht von... Ich kann den nicht da unten irgendwie... Da ist nichts, wo ich sicher bin. Gar nichts. Diese Kack-Weglauferei. Falsche Taste. So, naja, dann... Oder ich guck nochmal, vielleicht ist hier irgendein Felsen, den ich nicht sehe, aber... Nee, das ist alles nicht hoch genug. Ich habe jetzt eh nicht mehr genug Trank Darts dabei. Ja. Also, irgendwie ziemliche Loose-Folge heute in jeglicher Hinsicht. Wir haben es weder geschafft, den Bronto... Warum ist er die ganze Zeit abgehauen? Und dann auch so weit, dass er außer... Also das finde ich halt lächerlich. Die laufen einfach so weit weg, dass sie außer Range kommen, verlassen den Kampf und gehen dann gemütlich weiter. Aber wehe, du greifst mal aus Versehen einen an, dann wirst du den nicht mehr los. Ich glaube, aus Frust muss ich jetzt hier Parasaurier töten gehen. Oder einfach alles. Ist ja auch gar nichts. Ist ja vielleicht eine Ankühlung. Da drüben sehe ich mir was anderes, was netter ist als ein Ankühlung, aber pff, da habe ich nichts mehr dafür dabei. Kann der wenigstens was? Ach, genauso lächerliche Level 20. Oh, der hat ein Eich hingelegt. Das können wir ihm gleich mal klauen. So, erst die Mama töten. Und das Ei mitnehmen. So. Naja. Irgendwie echt heute... Also diesmal... Totale Pleite-Folge. Gucken wir mal den... Ach, Level 32. Das ist doch nicht euer Ernst. Was war das denn? Da hinten ist noch einer, den gucke ich mir auch nochmal an. ...68, ne? Schon ganz nett, aber hier habe ich auch wieder... So. Ruhe jetzt hier mit euch Kackbratzviechern. Das hat immer so gut geklappt mit den Cliffs früher. Ich meine, du hast doch... Das muss man sich... Du hast doch als Solo-Spieler... Eigentlich kaum eine Chance, hier was Größeres zu zähmen, wenn die immer weglaufen. Da bist du ja darauf angewiesen, dass du jemanden dabei hast, der dich mit dem Vogel trägt. Ich glaube, ich habe jetzt einen Plan. Das werde ich dann aber tatsächlich erst in den nächsten Folgen. Ich guck mal ganz kurz. Wie heißt das? Quetz. Also, ihr seht es. Na, den habe ich noch nicht, aber hier Level 80, das heißt Plan leveln. Der da muss voll werden.
Wir brauchen unbedingt einen Quetz-Plattform-Sattel. Und dann kann ich da, glaube ich, auch ein bisschen besser mal solo was zähmen. Weil dann kann ich mich, dann setze ich mir die Plattform quasi einfach nur in die Luft. So, Freunde, ich gehe jetzt leveln. Hätte ich einfach die ganze Folge schon machen sollen, wie ich es am Anfang gesagt habe. Und jetzt gehe ich sinnlos leveln. Ich würde sagen, wir, Freunde, sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dann bin ich Level 80 und ich hoffe, dann gibt es einen Plattformsattel und dann gibt es einen Bronto. So. Plan. Ja? Ich halte mich bestimmt nicht dran, aber das ist jetzt mein Plan. Also, Freunde, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von ARK. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig heute. Ich glaube, ich selber fand es zu langweilig. Naja, egal. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von ARK. Dann mit mehr Action, mit Plattformsattel und Bronto-Zähmen oder sowas. Und bis dahin viel Spaß und bleibt sauber. Ciao!